Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute gebe ich dir drei Tipps, wie du vom Nice Guy zu einem attraktiven Mann wirst. Wir hatten ja letzte Woche bzw. Donnerstag schon besprochen, drei Tipps, was Frauen attraktiv finden, was Frauen an einem Mann wollen. Heute geht es darum, wie du vom Nice Guy, vom netten Typen zum attraktiven Mann wirst. Und die Tipps, die ich dir mitgebe, werden vielleicht nicht besonders leicht umzusetzen sein. Das sind relativ harte Tipps und das kann bedeuten, dass du viel in deinem Leben verändern musst. Aber sei mal gespannt, was ich dir heute mitgebe. Bevor wir ins Video durchstarten, auf dem ersten Link in der Beschreibung kannst du dir dein gratis PDF-Dokument in 5 einfachen Schritten bis zu 10 Dates die Woche runterladen. Einfach mal draufklicken, erster Link in der Beschreibung oder hier oben auf den Infopunkt. Der erste Tipp, den ich dir geben kann und der ist bereits schon relativ hart, ist: Werde alte Freunde los, die dich aufhalten. Ja, das klingt vielleicht relativ hart, aber teilweise halten dich deine Freunde wirklich an dem Punkt gefangen, an dem du gerade bist. Was du verstehen musst, ist, dass ein attraktiven Mann immer eine Sache ausmacht, nämlich dass er in der Dominanzhierarchie der Menschen relativ weit oben ist. Und es gibt in jeder Gruppe von Freunden immer so einen Mann oder mehrere Männer, die weit unten stehen in der Hierarchie und die deswegen die netten Männer sind. Also ein netter Mann ist auch immer ein Mann, der in der Dominanzhierarchie unter Männern meistens relativ weit unten steht. Wenn du jetzt in einer Gruppe von Freunden bist oder viele Freunde hast, wo du bereits sehr weit unten stehst und deswegen vielleicht dieser nette Mann bist, dann ist es tatsächlich hinderlich, in diesen Gruppen zu bleiben, weil das dafür sorgen kann, dass du deinen Stand als netten Mann, als, sage ich mal, hierarchisch niedrigen Mann behältst. Deswegen solltest du schauen, ob du vielleicht alte Freundschaften auflöst, die dir vielleicht sowieso nicht so besonders gut tun. Denn der Mann unten in der Nahrungskette, sage ich mal, ist nicht der Mann, der besonders gut behandelt wird von der Gruppe, ist nicht der Mann, der besonders viel Mitspracherecht hat in der Gruppe. Und deswegen ist halt die Frage, solltest du überhaupt Teil dieser Gruppe sein? Bringt dich das weiter? Oder ist es vielleicht mehr ein Klotz am Bein hin auf deine Entwicklung zu einem attraktiven Mann? Was du tun solltest, ist, dich neuen Gruppen anzuschließen. Also einfach zu schauen, wo sind neue Gruppen? Vielleicht kommst du gerade neu in die Uni. Schau, dass du da eine Gruppe eröffnest. Schau, dass du zum Beispiel die Leute am ersten Tag alle zusammenbringst und ihr kommt alle zusammen in einer WhatsApp-Gruppe oder einer Facebook-Gruppe, wo ihr euch austauschen könnt. Und du bist der Mann, der all diese Leute verbunden hat. Das heißt, sorg dafür, dass du in Zukunft in all den Gruppen, in denen du neu Mitglied wirst, irgendwo eine höhere Stellung bekleiden kannst. Das wird dir automatisch dabei helfen, weniger nice zu sein und dich mit dir selbst wohler zu fühlen. Du wirst automatisch dominanter, du wirst automatisch lauter sprechen, du wirst dich automatisch mehr durchsetzen und all das sind Zeichen eines attraktiven Manns, eines, manche nennen es auch Arschloch, da gehören noch ein paar andere Sachen zu, und all das zeigt, dass du dich langsam vom Nice Guy wegbewegst. Der zweite Punkt, der dir weiterhelfen wird auf deiner Entwicklung vom Nice Guy zum attraktiven Mann, ist, dass du aktiv dir Konflikte suchst. Wenn du wie ich bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bist, dann ist es meistens so, dass du relativ konfliktfrei gelebt hast. Das war bei mir so, ich habe diesen Konfliktanteil in meinem Leben nie besonders stark gehabt, habe mich vor Konflikten eher zurückgezogen und es ist ja auch an sich richtig. Ja, du sollst dich jetzt nicht in jede Straßenschlägerei reinschmeißen, nur um irgendwie einen Konflikt zu haben, aber du solltest generell in der Lage sein, einen Konflikt auch aufbauen zu können, wenn es sein muss und ihn aushalten zu können. Wie gesagt, du musst dich dafür nicht schlagen, aber schau einfach mal, dass du in deinem Leben im Umgang mit anderen Menschen aktiv Grenzen setzt, ja, dass du den anderen sagst, hey, pass auf, da habe ich keine Lust mehr drauf oder so geht das nicht. Ja, und mach es auch gerne bei kleinen Dingen. Mach es bei den kleinsten Dingen, die dir auffallen, die dich vielleicht nerven. Übertreib es meinetwegen ein bisschen am Anfang. Ah, ich hatte mal einen Kumpel, der hat das auch gelernt und hat es am Anfang auch sehr übertrieben, wo es dann irgendwann auch sehr anstrengend wurde, weil er sich einfach über jede Kleinigkeit aufgeregt hat. Aber mach das für den Anfang, um mal wirklich zu lernen, Grenzen zu setzen, um mal auch in Konflikt mit Menschen zu treten. Und scheue auch nicht vor Konflikten mit Frauen zurück. Gerade nicht mit Frauen. Ich habe mal einen ganz wunderbaren Spruch gelesen und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das war, aber da stand, Frauen haben das Recht auf schlechtes Benehmen nicht gepachtet oder nicht gemietet. Ja, also nur weil sie eine Frau ist, heißt das nicht, dass sie sich schlecht benehmen kann und damit durchkommt. Zumindest sollte das nicht bei dir der Fall sein. Wenn du ein Nice Guy bist, dann wird das so sein, dass schlechtes Verhalten der Frau meistens bei dir akzeptiert wird. Du sagst nichts dagegen, weil du dir denkst, hey, ich will sie nicht verlieren, deswegen halte ich dir über die Klappe. Wenn du jetzt aber zum attraktiven Mann werden willst, dann ist es ganz wichtig, dass du anderen Menschen Grenzen setzt, dass du deine Regeln kommunizierst und dass du Konflikte suchst und auch in den Konflikten bleibst, wenn es sein muss. Und dazu kann auch mal gehören, ein körperlicher Konflikt, wenn es unbedingt sein muss. Ja? Mach sowas wie Kampfsport, um körperliche Konflikte so ein bisschen zu trainieren, sodass du auch bereit bist, falls es zu solchen Konflikten kommen soll. Werde allgemein ein Mann, der besser mit Konflikten, der mit Druck,
der mit unangenehmen Situationen umgehen kann. Und so näherst du dich immer mehr dem attraktiven Mann an und gehst immer mehr weg vom Nice Guy. Und der dritte Punkt ist, dass du mit extremen Dingen experimentieren sollst. Ja, das kann bedeuten, dass du einfach mal zu der Frau sagst, komm, wir gehen jetzt zu mir nach Hause, oder dass du sie einfach mal so küsst oder dass du sie einfach an der Hand nimmst und irgendwo mit hinnimmst. Also experimentier einfach mit extremen Sachen, mit Sachen, die außerhalb deiner Komfortzone liegen, mit Sachen, bei denen du vielleicht auch denkst, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich hier Widerstand, dann ist hier ein Konflikt. Also sei bereit zu polarisieren, nennt man das. Polarisieren bedeutet in diesem Fall, dass viele Menschen sich denken, was ist das denn für ein Vollidiot? Aber manche Menschen denken sich auch, richtig cooler Typ. Ja, also dein 0815-Nachbar ist nicht polarisierend, weil der kommt halt mit jedem gut aus. Aber so jemand wie, ja, wer ist denn ein gutes Beispiel? Donald Trump. Donald Trump ist ein gutes Beispiel. Viele denken sich, das ist der größte Vollidiot überhaupt. Andere denken sich, der ist echt cool und gut, dass er der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Es ist nicht Sinn der Sache, dein Leben lang zu polarisieren. Das musst du überhaupt nicht. Aber das kannst du machen, um zu üben, nicht mehr so nett zu sein. Ja, sei mal ein bisschen kantig, sei mal ein bisschen eckig. Du kennst vielleicht den Spruch, das haben Frauen vielleicht schon mal zu dir gesagt, Frauen mögen Männer mit Ecken und Kanten. Bedeutet einfach, Frauen mögen Männer, die auch eine gewisse Persönlichkeit haben und die nicht Mr. Nobody, Mr. 0815 aus dem Nachbarhaus sind, der genauso eingestellt ist wie alle anderen, der zu allem Ja und Amen sagt und der sich sowieso mit nichts auseinandersetzt. Das heißt, experimentiere ruhig mal mit extremen Dingen, mach extreme Vorschläge, geh mit deinen Freunden irgendwelche extremen Sachen machen, sag deinen Freunden oder sprech mit, zum Beispiel mit guten männlichen Freunden von dir mal über Dinge, über die ihr sonst nie sprechen würdet. Ja, viele Männergruppen sprechen nicht über Dinge wie, hey, wie läuft es eigentlich in deinem Leben, was läuft da eigentlich schief und wie willst du es nicht mal in die Hand nehmen, sondern viele Männer, keine Ahnung, hängen zusammen rum, gucken vielleicht einen Film und ja, das war es dann auch. Aber sprech mal über Dinge, wo du weißt, hey, da könnte ein Konflikt entstehen. Und da wären wir auch wieder bei Punkt 2, nämlich, dass du dir einfach aktiv Konflikte suchst. Wobei, ich glaube, das war Punkt 1. Ist aber auch egal. Also mach einfach extreme Dinge, stürz dich absichtlich in extreme Sachen, vertritt mal extreme Standpunkte und setz dich mal dieser darauf folgenden Diskussion aus. Sei bereit zu polarisieren und wie gesagt, du musst nicht auf Zwang die ganze Zeit polarisieren, aber das kannst du machen, um zu üben, weniger nett zu sein. Und all das wird dir, wie ich schon in Punkt 1 gesagt habe, wird dir dabei helfen, auf der Dominanzskala, auf der Hierarchie zwischen Männern aufzusteigen. Und die Leute oben in der Hierarchie sind natürlich die attraktiveren Männer, einfach weil die besser im Leben klarkommen. Schön, dass du dabei warst. Oben rechts kannst du den Channel abonnieren, aktiviere auch die Glocke. Unter mir kannst du die drei mächtigsten Anziehungsschalter gratis runterladen und unten rechts in der Ecke siehst du ein Video, das ich dir persönlich empfohlen habe und das dir weiterhelfen wird, wenn dir dieses Video gefallen hat. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, ciao.